Herzlich willkommen hier im Subway Simulator Hamburg. Es gab mal wieder ein paar Updates. Das letzte Video, das hier auf dem Kanal kam, das musste ich wieder rausnehmen, weil das mit der Aufnahme nicht so ganz geklappt hat. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal hier ein und geben mal die Türen auf der rechten Seite frei. Wir haben hier schon eine Änderung. Wir sehen es hier, wir haben jetzt Abfahrtzeiten und Ankunftszeiten. Das hat sich verändert. Wir haben Ankündigungen für die nächsten Signale und so weiter und so fort. Einmal die Türen schließen. So, da fährt auch, glaube ich, gerade. Jawohl, da fährt schon ein Kollege ab und wir sollen auch abfahren. Abfahren mit 80. Nächster Halt ist dann Saarlandstraße. Nächster Halt, Ah, wir sind zu Saarlandstraße. schnell. Ausstieg links. So, genau, also es gab jede Menge Updates seit Release. Sachen wurden gefixt. Es wurde auch angekündigt, dass der Sound vom DT5 noch angepasst wird, dass da hoffentlich dann neue Aufnahmen noch gemacht werden und so. Also schauen wir mal, ob sich das noch verbessert. Es wurde auch ein neues Fahrzeug angekündigt und zwar der DT5. Den gibt es ja in verschiedenen Versionen, sodass diese beiden Versionen von DT5 ins Spiel kommen. So, jetzt sind wir hier auch schon an der Saarlandstraße. Ups. So. Und halten hier, wir sehen es jetzt auch in 200 Metern, ne? Also wir haben jetzt hier eine Anzeige, wo der nächste Bahnsteig ist. Wir haben eine Anzeige, wann wir ankommen sollen, um 18:49 Uhr. So, und wir halten mal hier links die Türen auf. Huch. Ups, da ist wohl jemand auf dem Dach spazieren gegangen. So, sind die Türen schon zu? Ja, doch, genau. Türen sind jetzt zu. Ach so, hat er den halt gar nicht erkannt an der Saarlandstraße? Oh, hat er, glaube ich, nicht. Jetzt? Ja, jetzt hat er den halt erkannt. Okay, das ist nicht so vorteilhaft, dass er den halt vorher jetzt nicht erkannt hat, weil wir da zu weit weg waren von der Haltemarkierung. So, ups. Türen schließen. Und wir fahren zum Bohrweg. Einmal mit 80. Borgweg, ja. Nicht Bohrweg, Borgweg. So, einmal hier mit 80 durchgebraust. PZB und sowas haben wir natürlich nicht. Wir sind hier im Auftrag der U-Bahn Hamburg, nicht der S-Bahn Hamburg. Wobei auch die S-Bahn Hamburg, die hat zwar eine PZB, aber die ist ein bisschen anders als man es von den in Anführungszeichen normalen Zügen kennt. Wir müssen halten. Anhalten. Hat er erkannt. Sehr gut. Türen auf. Wir können auch hier aufstehen, ne? Ja. Auch hier durch den Zug wandern, ne? Das geht alles. Die Mauskalibrierung gefällt mir nicht. Die ist ein bisschen zu sensibel, sensitiv.
zumindest wenn man in der First Person unterwegs ist. So, wir können abfahren. Nächster Halt ist dann die Sirichstraße. Nächster Halt, Sirichstraße. Ausstieg links. Sind wir auch schon an der Sirichstraße. Und müssen anhalten. So. Türen. Auf. Und Türen zu. Nächster Halt ist dann die Kellinghusenstraße in 700 Metern. Ja, es gab auf jeden Fall verschiedene Fixes. Unter anderem, dass es hier zum Beispiel in den Einstellungen jetzt hier mittlerweile so einen Field of View Regler gibt, ne? Hier das Sichtfeld können wir dann damit einstellen. Visuelle Effekte können wir ehrlicherweise auf hoch setzen. Und Lobqualität setzen wir auch mal auf hoch, schauen, ob das performance-technisch passt. Stieg links. So, Ankündigung auf 50. Passt wohl doch nicht so ganz von der Performance her. Was haben wir gemacht? Visuelle Effekte. Ja, wir haben die Lobqualität auf. Setzen wir die mal wieder auf Medium. Schattierungsqualität. Ne? Das passt. Ja, gut. Ich glaube, das waren die Laubeffekte. Also, das ist nicht so ganz performance-optimiert mit dem Laub auf jeden Fall, mit der Vegetation. Ich finde auch die Vegetationsobjekte nur so geht so schön, muss ich sagen. Jetzt haben wir aber doch ordentlich FPS-technisch. Das ist dann jetzt mehr eine PowerPoint-Präsentation. Dann würde ich sagen, setzen wir die... was haben wir denn vorhin auf hoch gesetzt? Also Laubeffekte hatten wir und waren das die visuellen Effekte? Die sind doch schon bei Low. Nachbearbeitungsqualität. Medium, low. Jetzt ist es aber performance-technisch echt nicht schön. Gar nicht schön. Aber woran liegt das? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht war es jetzt einfach nur tatsächlich gerade das Gebiet hier. Schauen wir mal, wie sich das verhält mit der Performance. Ankündigung auf 40 und es gelten auch direkt die 40. Nächster Halt, Eppendorfer Baum. Ausstieg links. So, Eppendorfer Baum. Welchen dieser Bäume es hier genau geht, das weiß keiner wohl.
mal die Türen auf. Und Türen zu. Hier ist halt hohe Luftbrücke. Dürfen wir fahren. Einmal zur hohen Luftbrücke. So, wir sollen noch super lange warten hier, meine Güte. Hier in unserem DT5, den gibt es auch, glaube ich, im Train Simulator, meine ich. Oder? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nämlich nicht, glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, die U-Bahn Hamburg ist nicht so gut im Train Simulator bisher präsentiert. Ist halt Schlumpf. Nächster Halt, Schlumpf. Übergang zur U2. Ausstieg links. Kilometer haben wir noch, bis wir den Schlumpf anhalten. Ja, also performancetechnisch echt schwach, wenn ein KI-Zug entgegenkommt. Das muss man definitiv sagen. Da ist noch sehr, sehr, sehr viel zu machen. Und das ist Schlumpf. Gessmer. Nicht schlecht. Können wir das Display auf dunkel stellen? Oh, nee, ich wollte keinen Scheibenwischer. Ich glaube nicht, dass wir das können. So, ob hier gelten die 50. Also praktisch Ankündigung und Beginn sind in einem. Türen sind noch. So. Sternschanze. Nächster Halt, Sternschanze. Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Next Stop, Sternschanze. Please exit here for Exhibition Hall. Ausstieg links. Sternschanze.
nah genug sind wir an der Haltemarkierung. Türen schließen. Und abfahren. Hier ist halt Feldstraße. Nächster Halt, Feldstraße. Ausstieg links. So, 60 dürfen wir fahren. In Arbeit ist übrigens auch eine SIFA. Die soll dann auch noch folgen. Das fehlt nämlich noch tatsächlich. Die gibt es hier, aber die fehlt. Und was auch ganz interessant ist, es wurde die Akkulok AL1 angekündigt als DLC. Also ich denke mal als eine Art kostenpflichtiges Lok-DLC hierfür. Für die Strecke. Und das ist natürlich ganz interessant, wie sich das dann hier gestalten wird und was vor allen Dingen die Zukunftspläne sind. Jetzt wissen wir ja so ein bisschen, was so Thema Zukunftspläne des Subway Sim. Es soll auf jeden Fall wohl hier in Hamburg weitergehen. Zumindest jetzt erstmal mit dem nächsten DLC, ne? Das ist ja dann jetzt die Akkulok. Frage wäre dann nach wie vor, das Ding heißt ja Subway Sim Hamburg. Ich denke mal, es wird so sein, dass wohl im Laufe der Zeit neue Strecken mit dazukommen als DLCs. Und dann eventuell auch neue Fahrzeuge, wobei ich ehrlich gesagt nicht mal weiß, was dann sonst noch so in Hamburg auf der U-Bahn so unterwegs ist an Fahrzeugen. Also ob es da noch so viele andere Fahrzeuge als den DT5 gibt. Bestimmt gibt es auch noch irgendwelche älteren Varianten, die da unterwegs sind oder waren. Aber ja, ich hätte es tatsächlich schöner gefunden, wenn Subway Sim sich dann jetzt an andere U-Bahn-Systeme versucht hätte, von anderen Städten. Da gibt es ja wirklich massenweise Auswahl, was man da theoretisch machen könnte, alleine in Deutschland. Ne, also der Wunsch nach einer Berliner U-Bahn ist, glaube ich, sehr, 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 sehr groß. Generell ist ja die Community sehr, sehr lautstark, wenn es auch so im Train Simulator darum geht oder im TSW sich die Berliner S-Bahn zu wünschen. Ich glaube, Berliner U-Bahn ist da genauso großer Wunsch. So, St. Pauli. Aber ansonsten gibt es ja auch so viele andere Städte, sei es nun im Ruhrgebiet. So, wir halten einmal an. Die U-Bahn in Nürnberg wird mir einfallen mit der Automatic Train Operation. Ja, da sind Leute wieder auf dem Dach unterwegs. Wir haben übrigens hier auch mittlerweile, das ist noch in der Testphase, das ist glaube ich Teil der Beta, in der wir drin sind, in der wir uns gerade befinden. Das ist nämlich die Beta-Version. Da sind tatsächlich jetzt Echtzeitinformationen drin bei diesem Fahrgastinformationssystem. Also auf jeden Fall ein Wunsch, der hier sich eingefliegt hat ins Spiel mittlerweile. So. Ah, das können wir sogar anmachen hier, das Licht. Ist das? Das ist bestimmt die Sonnenblende, oder? Okay, das Licht machen wir aber besser aus. Nächster Halt, Landungsbrücken. Übergang zur ja. S1, S3 und zu den Hafen. Das sieht deutlich schön aus. Next Stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trip. So, Landungsbrücken. Ausstieg rechts. Einer der sicherlich berühmtesten Orte in Hamburg.
Und doch hier, also muss ich sagen, performance-technisch, da wo uns dann KI-Züge entgegenkommen, sehr, 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 sehr schlecht. Also das ist ja wirklich nur noch eine PowerPoint-Präsentation. Wenn ich weggucke, dann geht es wieder so ein bisschen. Aber KI-Züge tun dem Spiel nicht gut. Vielleicht hätte ich weniger auswählen sollen, aber ja. Na. Hier übrigens im Sonnenuntergangslicht, mehr oder weniger, eigentlich ganz hübsch, ne? Oh, die Kamera ist echt viel zu sensibel in der freien Kamera. Beim Schwenken. Hier haben wir die Landungsbrücken. Sehr berühmt hier. Die ein oder anderen Umweltsünder auch noch unterwegs mit ihren Kreuzfahrtschiffen. Rigmas. Aha. Oh, wir haben die Türen gar nicht geöffnet. So, Türen direkt wieder zu. Und auf geht's. Ausfahrten mit 50. Nächster Halt, Baumwall. Ausstieg rechts. Aber es sind wenigstens ein paar mehr Personen-Assets hier unterwegs. Oh, ein paar Seemöwen hört man. Da natürlich die Elbphilharmonie. Und wir halten an. Na. Oh. So. Eieiei. Uiuiui. So. Einmal hier schnell raus mit der Kamera, bevor die uns die Performance hier wieder auffrisst. Ach Gott. So, was haben wir da? Fischbrötchen-Musical. Ja, da finden, glaube ich, normalerweise Fischbrötchen. Ich glaube, findet da nicht das König der Löwen-Musical statt? Okay, Türen zu. Ja, okay. Wir sind zu schnell. Wir sind zu weit gefahren. So. Ja. Wir machen die Fahrt heute nicht komplett bis zum Ende, sondern fahren jetzt noch eine Station weiter.
Weil ich euch hauptsächlich ein bisschen hier das Update zeigen wollte, wie es jetzt aussieht mit der Performance und allem drum und dran. Wie es jetzt hier szenerietechnisch am Hamburger Hafen aussieht, da hat sich jetzt, glaube ich, insgesamt nicht so großartig was verändert. Was ist so der aktuelle Stand des DT5? Was ist so für die Entwicklung vorgesehen? Nächster Halt, Rathaus. Übergang zur U1, U2, U4, S1, S3 und zur Alster Touristik. Next Stop, Rathaus. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg rechts. So. Einmal in den Tunnel rein. Und wir halten hier an. So, einmal die Türen auf. Und mit dem Bild verabschiede ich mich von euch ganz herzlich. Bedanke mich fürs Zusehen. Und ja. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.